Übrigens, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Nachhaltigkeit. Ist es ein Thema, das dich beschäftigt, Nachhaltigkeit? In der Tat. Also seitdem ich jetzt hier diese E-Bike-Nummer angefangen habe, habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und seitdem jetzt meine Hüften das wieder hergeben, habe ich tatsächlich jetzt das E-Bike-Fahren genommen als Weg, also den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zu machen und nicht mehr mit dem Auto. Holla, und wie weit ist das? Ich fahre entweder die eine Strecke sind 12 Kilometer, einfache Strecke, also 24 Kilometer am Tag. Und so 4-5 Mal im Jahr 35 Kilometer einfache Strecke, weil ich verschiedene Dienstorte habe. Und das macht Spaß, macht den Kopf frei, die Fahrt. Und es kostet deutlich weniger CO2, was ich emittiere, wenn ich jetzt E-Bike fahre. Ich habe nämlich mal durch Zufall so eine Berechnung in die Finger gekriegt. Das Auto, also mein Auto, was ich jetzt fahre, verbraucht tatsächlich 20 Mal mehr CO2 für die gleiche Strecke wie mein E-Bike. Potzblitz. Und dabei fahre ich ein Auto, was gar nicht so viel Benzin verbraucht. Ne? Wenn ich jetzt so einen richtigen 8-Zylinder oder so benutzen würde, dann wäre das noch viel, viel mehr. Also diese Nachhaltigkeitsgeschichte hat so verschiedene Dimensionen. Einmal eben diese Dimension des CO2-Einsparens. Und für mich auch diese Dimension, für mich selber ist es nachhaltiger, weil ich mehr Spaß an meinem Arbeitsweg sozusagen habe. Jetzt wird es interessant. Also mit einer CO2-Einsparung, nur lass dir das gesagt sein, kannst du die Welt nicht retten. Ne? Nein, das ist nur fürs Gewissen. Gut, wir wollen ja die Gute sein. entscheidend ist es im Grunde genommen, dass du bist ja, sag mal, von deinem Körper her gesegnet. Eigentlich, ich habe dir ja schon gesagt, solche Typen wie dich hat man früher in eine Rüstung reingesperrt und hat die dann praktisch gegen den Feind rennen lassen. Und dass die gesiegt haben, sieht man an dir, weil die Gene wurde ja offensichtlich weitergegeben. Ja. Ja, ja, du bist das Ende einer großen Kette. So. Und wenn du so einen Körper hast und du sitzt die ganze Zeit nur rum und fährst ja noch Auto und hin und her, der Kerl ist unterfordert. Der läuft nicht. Genau. Und der verfettet, der Körper. Also das heißt, nee, das ist wie ein Motor. Ne? Ich weiß noch, ich habe früher so zwei Takterle gehabt und so. Und wenn du den nicht heiß gefahren hast, dann sind die verrußt und verölt und so. Ja. Du musst ab und zu deinen Körper mal warm fahren. Also da muss mal, ne? Und das geht im Grunde genommen am besten mit dem Weg zur Arbeit, weil dann musst du nicht ins Fitnessstudio, musst du eigentlich gar nicht so Zeug machen. Du fährst einfach hin und her, hast deine Bewegung, hast deinen Stoffwechsel, der dadurch auch aktiviert wird. Also ich verspreche dir, wenn wir uns in einem Jahr sehen, bist du 10 Kilo leichter. Das spreche ich dir. Und wenn es nicht klappt, dann kriegst du nichts mehr zu essen.